Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Viertelfinale, Playoffs, Volleyball, Bundesliga. Der Schweriner SC empfängt den VfB Suhl. Und klare Sache, werden Sie denken. Klar, der Schweriner SC besiegte den VfB Suhl gerade erst mit 3:0 hier in der eigenen Arena. Fuhr dann nach Suhl zum Hinspiel des Viertelfinals und verlor 3:2. Nach was für einem Spiel? 140 Minuten praller Volleyball. Und am Ende unterlag der Schweriner SC mit 24:22 im fünften Satz. Das heißt, will der Schweriner SC heute ins Halbfinale einziehen, müssen sie über den Golden Set gehen. Das könnte eine lange, eine spannende Partie werden. Zumindest verspricht das das Hinspiel. Ob das auch so wird, ob wir nochmal Volleyball sehen in dieser Saison vom Schweriner SC, das gucken wir uns jetzt an. Schweriner SC gegen den VfB Suhl. Schwerin oder Suhl? Das ist heute die Frage in der Schweriner Arena am Lamprechtsgrund. Werden Sie unter uns die Fans des VfB Suhl hören, die heute zahlreich mitgereist sind und vor allen Dingen lautstark? Schauen wir noch einmal aufs Hinspiel. Der VfB Suhl gewann dort mit 3:2 und beim Spiel zuvor in der Bundesliga, was der Schwerin SC mit 3:0 gewann. Sagt der Suhler Trainer Felix Koslowski. Am Ende wird die Mannschaft gewinnen, die besseren Volleyball spielt. Viel Ahnung vom Volleyball scheint er zu haben, denn die haben das Spiel gewonnen in Suhl mit 3:2. Allerdings hat Schwerin mehr Punkte gemacht. Suhl profitierte von der Satzregelung. Würde das ja nicht wagen, einem Volleyballtrainer mit so viel Ahnung zu widersprechen. Aber wenn man mehr Punkte macht, würde ich sagen, hat man das etwas bessere Spiel gespielt. Daran sieht man dabei, wie knapp es ist, wie knapp es wird heute. Und Schwerin wird heute alles abverlangt werden, wenn sie ins Halbfinale einziehen wollen. Und das müssen sie, wenn sie den Titel verteidigen wollen. Aber auch das hat Ten Boys, der Schweriner Trainer, gesagt. Man hat nicht ganz das Niveau vom Pokalfinale erreicht. Man hat noch Steigungen nach oben. Und da möchte man heute anknüpfen. Und dann sollte es doch klappen mit dem Einzug ins Halbfinale. Mal sehen wir die Schwerin der Mannschaft, wie sie noch einziehen. Oko Akuta kommt als Letzte dazu. Auch Crystal Estelle haben wir gesehen, sie ist wieder fit, sie ist wieder mit dabei nach der schweren Erkrankung. Ist sie wieder fit und steht im Schweriner SC wieder zur Verfügung. Das ist eine sehr, sehr gute Variante. Als Linkshänderin immer eine Option. Die Schweriner Arena ist sehr gut gefüllt. Mit prominenten Gästen auf der Tribüne, Ministerpräsident Erwin Sellering ist hier und auch Angelika Gramko, die Oberbürgermeisterin der Stadt Schwerin. Natürlich sind auch die Leichtathleten heute hier, haben es sicherlich gehört und sicherlich gesehen. Ihre Trainingshalle, die Laufhalle, hier direkt neben der Arena ist abgebrannt. Die Feuerwehr kam gerade rechtzeitig, um die Arena zu retten. Die Leichtathleten suchen jetzt eine neue Sporthalle, ersuchen Hilfe, wenn Sie helfen wollen. Da können Sie Infos erfahren beim Schweriner Sportclub.
Sehen wir ja auch. Beeindruckendes Bild hier in der Arena. Ein Takter, was ich nicht sehen könnte. Selbst die Sula hier unter uns im selben Takt. Das ist ein wundervolles Bild. Das ist ein würdevoller Auftakt für das Viertelfinalrückspiel. Und die richtige Begrüßung für zwei Mannschaften, die so ein tolles Spiel hingelegt haben am vergangenen Sonntag. Und jetzt heißt es Nervosität abstreiten. Felix Kozlowski sagte, wer als erster seine Sicherheit findet, der wird hier gewinnen. Also Sicherheit auf, das Spiel geht los mit Anne Boys. Und der erste Punkt geht an den VfB Suhl. Ivana Isalovic, beste Spielerin gewählt im letzten Bundesligaspiel hier in Schwerin. Martina Hudler. Der ist drin. Ah, der Anne Boys verschätzt, das war knapp. 0-2. Der erste Punkt für Schwerin, Denise Hanke. Und der Ball ist klar im Aus von Nikolina Kovacic. 2-2. Ja. Schwerin der Block. Block im Moment mit Hanna Ongers, Mira Topic und Denise Hanke. Und Kovacic diesmal erfolgreich. 3-2 für Suhl. Isalovic. Topic. Richtig. Gerettet den Ball. Das war klasse gemacht von Kovacic. Und dann ein Annahmefehler von Anna Boys. 2-4. Sie ist noch nicht ganz im Spiel. Horst scheitert am Block und die Chance zu Suhl. Diesmal hat Anne Boys den Ball, aber erneut Suhl. Jetzt die Chance für Schwerin. Horst und der Block von Anna Kalinskovskaya. 2-5. Isalovic. Guter Block von Ors. Tormann, klasse Ball. Durch den Block durchgeschlagen. 3-5. Das ist ihre Stärke, das ist ihr Spiel. Patricia Tormann. Jetzt Denise Hanke. Klasse Ball. Und sauber gerettet. Aber die Chance für Schwerin. Anne Boys. Und wieder der Block von Kalinskovskaya. Ja. 3-6. Richtig, Anne Boys ins Spiel bringen zu wollen. Der wichtige Bestandteil der Schweriner Mannschaft. Aber noch klappt das nicht.
bemerkbar. Und wieder der Sula-Block, diesmal gegen Thormann und diesmal von Kovacic. 3-7 und jetzt die erste Auszeit durch den Schweriner Sportclub. Also die Sula sind zuerst im Spiel, so viel kann man sagen. Nun muss das natürlich nicht unbedingt was heißen. Wir rechnen alle mit einem langen Spiel und wer am Ende den längeren Atem hat, der wird das Spiel gewinnen. Vendula, Merkova. Und Thormann. Und da hat sie die Kraft gegen Kovacic durchzuschlagen. 4-7. Und Mira Topic mit der Fehlaufgabe, 4-8, technische Auszeit. Das ist natürlich noch nicht das Spiel, was sich der Schweriner Sportclub hier vorgestellt hat. Das ist ein beeindruckendes Bild hier in der Arena. Die Arena ist wieder komplett aufgestanden. Beide Mannschaften schon 20 Sekunden, bevor die Auszeit abgelaufen war, wieder startbereit. Man ist heiß hier. Das kann man merken bis unter das Hallendach. Und da können wir ganz gute Aussage treffen, denn wir sind wohl am höchsten hier. Kovacic. Ah. Super, Anne Beuys, jetzt mit ihrem ersten Punkt. Andere Variante gespielt. Gar nicht verkehrt. Super. Anne, Augen aus. Und der Punkt für Sol. Kalinskowska. Die Bulgarin im Team. Das war auch Besuche, die jetzt auch den Ball ins Spiel bringen wird. Der ist soweit, 6-9. Gute Angabe von Thormann. Und wieder Anne Beuys jetzt. Klasse! Das ist genau ihr Spiel. 7-9. Der Ball im Aus. Butler. Verkürzt für Schwerin mit ihrem Schlag zum 8-9. Oh, klasse,
Ball von Denise Hanke. Mit Kraft durchgedrückt. Und da ist der Ausgleich. 9-9. Auszeit genommen vom VfB Suhl. Ja, da ist der ganze schöne Anfangssprung wieder dahin. Für die Gäste. Aber ganz dem Suhler Trainer an, sehen, er steht unter Feuer und der Leidenschaft. Er ist voll dabei seit der ersten Minute, seit der ersten Sekunde dieses Spiels. Steht ja unter Strom. Und ich glaube, egal wie das Spiel heute ausgeht, schlafen gehen kann der heute nicht mehr. Und Tormann. Und locker. Ohne jede Gefühlsregung. Wendela Merkova. Führung für Sohn. Lukarevic. Punkt. Ah, und sauber gespielt, der Ball. Technischer Fehler bei Schwerin. Und jetzt der Fehler auf der Seite des VfB Suhl. 10-11. Bringt den Ball jetzt wieder ins Spiel. Boah, gefährlicher Ball auf Berit Kaufeld. Die hat gar keinen richtigen Schwung. 10-13. Und eine Macht am Netz, Denise Hanke. Anne Beuys jetzt aus dem Rückraum. Über alle hinweg, vor allen Dingen über das Spielfeld. 10-14. Und der Schlag von Merko war im Aus. 11-14. Ja, Ball nicht gerettet von Denise Hanke. Hat Herrn Beuys etwas anders gesehen. 11-15. Izailovic. Oh, der ist im Netz. 12-15. Schwerin Arena hat sie hier oben, um ihrer Mannschaft hier zu helfen. Jeder Punkt in jedem Satz kann hier entscheidend sein. Denise Hanke. Klasse Angabe, aber genauso gut pariert.
guter Block, aber der Block des Berliner SC ist immer aus. Wo geht der Punkt an Nikolina Kovacic, 12 zu 16. Ja, jetzt heißt es einmal durchatmen bei den Spielerinnen, so wie auch hier in der Halle. Die Spannung, die Power ist gegeben, aber so ganz läuft es noch nicht beim Schweriner Sportclub. Mannschaft des VfB Sohl hat sich schon mit der Linie eingefunden. Schwerin braucht erst diesmal etwas länger. Und die Arena, sie erhebt sich wieder. Merkova. Wieder Beuys aus dem Hinterfeld. Deutlich schlechtere Lösung. Tormann war frei, aber guter Block von Hanna Orgenorf gegen Nikolina Kovacic. 13-16. Topic. Schwacher das Anspiel von Aas auf Beuys. Deswegen die Chance für Sohl. Gepfiffen. Der Punkt geht nach Sohl. Technischer Fehler. Jetzt kommt Anja Brandt beim Schweriner SC und sie kommt vor Hanna Augen aus. Und der dritte Angabenfehler des VfB Sohl. Kovacic diesmal. Der Mann jetzt macht die Angabe sehr erfolgreich in dieser Saison bisher. Tormann. Und macht ihn. Wieder Brand. Und das war klasse gemacht von Martina Odlar. Platz im Block genutzt. Kalinowskaja. Diesmal gut gespielt auf Anna Beuys. Die Sula waren in die andere Richtung unterwegs. Und da war der Platz da. 16-18. Vormann. Ganz sauber abgespielt. Dieser Lovic. Und jetzt kommt Spielführerin Julia Retzlaff ins Spiel. Es könnte ihr letztes sein, sollte der Schweriner Sportclub hier nicht gewinnen. Sie beendet ihre Karriere am Ende dieser Saison. Aber erstmal beweist sie ein gutes Auge. Bukarevic mit der vierten Fehlaufgabe in diesem Satz für den VfB Sohl.
Arne Beuys. Trifft den Ball nicht richtig. Udler. Kaufeld. Gute Ball, er hatte aber auch hervorragend gerettet. Und Beuys. Jetzt macht es. Für so einen guten Ball hat sie lange kämpfen müssen in diesem Spiel. Bis zum 18:20. Wäre Kaufeld. Uneinigkeit bei Schwerin. Toppic, was für ein Ball. Genau diese Mira Toppic braucht man. Bei Schwerin. 19:20. Kaufeld. Guter Block von Hanke. Und jetzt Toppic wieder. Und der Punkt für Schwerin. Und ihr habt es vielleicht gesehen am Bildrand. Lisa Thomsen. Schwerin lebt, die Halle steht. Und der VfB Suhl nimmt Auszeit. Das ist so ziemlich das Beste, was er gerade machen kann. Felix Kozlowski spielt die Schweriner Spaßbremse gerade. Und ist gerade in Fahrt gekommen. Aber er macht es natürlich genau richtig. Er nimmt den Schwung aus dem Schweriner Spiel, die Stimmung aus dem Schweriner Publikum, also alles, was für Schwerin vorträglich war. Noch 5 Punkte. Bis zum Ende dieses Satzes. Oder? In Suhl haben wir es auch anders erlebt. Kaufeld. Guter Block. Und Schwerin. Merkova, wieder der Block. Von Toppic aber der Ball im Aus. 20:21. Wechsel. Bei VfB Udler geht aus dem Spiel. Claudia Steger kommt. Und dieser Lovic geht ebenfalls raus. Da bekommt Christina Speer. Und neben jene kommt jetzt die Angabe. Toppic. Der Punkt für Schwerin. Bisschen mit Block, bisschen mit Glück. 21:21 und jetzt kommt Patricia Thormann zurück für Julia Retzlaff. Denise Hanke. Und Merkova bringt den Ball bei Lisa Thomsen unter. 21:22.
Berghoffs Ball zu weit. Aufschlagfehler Nummer 5. Eigentlich zu viel für einen Satz. Zeigt aber, dass wir noch nicht ganz auf dem höchsten Niveau sind. Topic. Berko war mit dem Punkt. 22-23. Nochmal der Wechselversuch. Martina Udla, die Tschechin. Kommt zurück. Anne Beuys mit dem Lupfer hier. Was blieb hier alles übrig in dieser Situation? Und dann der Punkt für den VfB Suhl durch Martina Udla. Und jetzt heißt es Satzball für Suhl. Und das skandieren sie auch. Satzball, Satzball. Kovacic. Der wäre wahrscheinlich zu weit gewesen. Gut gerettet von Hanke. Beuys. Und da war einer dran und der Punkt für den Schweriner Sportclub. Auch wenn der Suda-Trainer es nicht gesehen hat, es war richtig so. Und die Spielerin Martina Ulla beruhigt ihn auch, sagt, ich war dran, das war richtig. Sehr gutes Verhalten. Anja Brandt. Jetzt muss Schwerin den Ball retten. Brandt. Und Topic scheitert am Block von Udla und der erste Satz geht zum VfB Suhl. 23-25. Und wir sind zurück zum zweiten Satz. Berliner SC gegen den VfB Suhl. Zu 0 für den VfB Suhl jetzt nach dem ersten Satz. Und Schwerin gerät unter Zugzwang. Sie müssen heute 4 Sätze gewinnen, so viel steht fest. Wenn sie dann ins Halbfinale wollen. Also sehen wir zumindest 5, wenn Schwerin gewinnt. Und den Anfang lag der Anne Beuys im Satz 2, 1-0. Und die Sula unter uns schnuppern Morgenluft. Natürlich sind sie mit der Hoffnung hergefahren, hier vielleicht auch gewinnen zu können. Aber der Gewinn des ersten Satzes macht es klar. Und der Punkt geht zum VfB Suhl. Eine Schmerinerin soll den Ball an die Antenne gelenkt haben. Sehen die Schmeriner, das Schmeriner Publikum etwas anders? Da ist rum, es steht 1-1. Tormann macht das Beste draus. Klasse Ball. Aber er reicht noch nicht zum Punkt. Jetzt wieder Tormann. Und jetzt scheitert sie, Janko Batschitsch. Unglücklicher Ball. 1-2. Butler. Beuys, guter Block von Merkova, schon gepfiffen, technischer Fehler bei Schwerin, 1-3. Wieder der Block von Kovacic gegen Tormann, 1-4. Denn Beuys steht wie Versteiner da.
Butler. Bormann, klasse. Aber ebenso klasse gerettet vom VfB Suhl. Daraus muss Schwerin jetzt aber mal mehr machen. Anja Brandt scheitert wieder am Block. Ist Eilowel. Und Auszeit vom Schweriner Sportclub. Durchatmen in Schwerin. 1:5 im zweiten Satz. Ja, ein bisschen provokant unter uns, der VfB Suhl stimmt die Welle an. Aber natürlich, sie sind glücklich, denn ihre Mannschaft geführt 1:0 und 5:1 im zweiten. Und ich denke, ohne den Suhlern zu nahe treten zu wollen, wenn der VfB Suhl hier heute gewinnt, also ohne den Golden Set, dann ist das eine Sensation. Klasse Ball, Anne Beuys. 2:5. Anja Brandt. Das ist der Tormann. Trifft den Ball nicht richtig. 2:6. Man ist ja ein wenig ratlos in Schwerin gerade. Ist nicht das richtige Timing da? Auch nicht bei Kaufeld. Jetzt Anne Beuys. Oh, 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 oh. 2:7, der Meister zeigt Nerven. Jetzt kommt Julia Retzler für Anne Beuys. Es ist die richtige Entscheidung. Er musste was tun. Er muss ein bisschen Sicherheit ins Spiel bringen. Die Spielführerin ist eine Möglichkeit dafür. Ja. Und als hätte sie das nervös gemacht, Ivana Isailovic mit der Fehlangabe. Da dreht der Tormann. Der Ball an der Antenne, der Punkt geht nach Schwerin. Jetzt 4:7. Bormann. Kaufeld, jetzt klappt's mal. 5:7. Bormann. Merkova trifft gegen den Schweriner Block. 5:8 technische Auszeit. Ja, die Auszeit vielleicht besser für den Schweriner Sportclub. Nochmal etwas mehr zu sammeln. Die Nervosität etwas abzulegen. Sie brauchen nicht nervös sein, sie können das doch alles. Sie müssen sich auf ihre Stärken verlassen. Und das leichte Lächeln auf dem Gesicht von Berit Kaufeld soll uns der Mutmacher sein. Die Mannschaft wieder das Feld betreten.
Merkova. Kaufeld, klasse, mit Hanke im Zusammenspiel. Wichtig, dass die Kombination klappt. Julia Retzlaff. Merkova, klasse Ball. Nicht zu machen für Patricia Thormann. Nikolina Kovacic. Die Kroatin im Team, der VfB Suhl, bringt den Ball ins Spiel. Berit Kaufeld spielt den Ball ins Aus. Sechs zu zehn. Kovacic. Oh, Glück für Mira Topic. Teil Susana Cevic. Die Libera von Suhl gar nicht angebrochen. Geht trotzdem ran und macht es damit möglich. 7-10. Vorher schon gepfiffen. Ah, technischer Fehler bei Suhl. Aber der war erzwungen. 8-10. Was für ein Ball abgeschossen. Gute Berit Kaufeld von Anna Kalinskovskaya. Und die Bulgarin wird jetzt auch den Ball ins Spiel bringen. Oh, technischer Fehler. Da wackelt das Netz, da waren die Suhl im Netz. Glück für Schwerin. 9-11 und jetzt Denise Hanke. Dies war gut von Lisa Thomsen. Und Torpet scheitert am Block. Lisa Lovic. 9-12. Die Jula mit der Blockstellung auch sehr, sehr wach. Scheint immer am richtigen Fleck zu sein. Und der Block von Anja Brandt, diesmal erfolgreich gegen Merkova. 10-12. Aber davon braucht Schwerin mehr. Topic. Und der Ball immer aus. Mit Hilfe des Netzes, aber immer aus. 11-12. Doppelt mit spezieller Anweisung von Ten Boys. Und das war. Ja, monieren die Schweriner Zuschauer einen technischen Fehler. Aber Patricia Thormann macht es dann einfach richtig. 12-12. Vielleicht war das auch ganz gut für Schwerin. Jetzt die Auszeit genommen von VfB Suhl. Den Punkt richtig zu machen, sich das Selbstvertrauen in den eigenen Aktionen zu holen. Ich denke, das war wichtiger als nur der reine Punktgewinn.
jetzt auch die Möglichkeit, Ihnen einen Einblick zu verschaffen in die anderen Spiele an diesem Tag. Dresden führt gegen Stuttgart mit 16:12. Witzbiburg mit 14:19. Der Ball drin von im Aus von mir. So war. Habe ich anders gesehen. 13:12 die Führung für Schwerin. Und der OSC Münster für 2:0 gegen Aurelius Hamburg. Und jetzt führt Schwerin auch mit 13:12. Jetzt nicht mehr. Ivana Desailovic. 13:13. Aber es wäre jetzt mal wichtig für Schwerin, nicht wieder einen Rückstand hinterher zu laufen. Utla. Topic richtig mit dem Heber. Merkova. Ah, der Block. Reicht nicht. Topic kommt nicht an den Ball. 13:14. Utler. Retzlaff, klasse Ball. Keine Chance für Merkova. Anja Brandt. Pech am Schweriner Block. Fällt der Ball da durch zwischen Thormann und Kaufeld und der Punkt für Isailovic. 14:15. Und der Aufgabefehler von Isailovic. Da geht sie ganz nach hinten, um dann den Ball fast unter dem Netz durchzubringen. 15:15. Ja, gut von Lisa Thomsen. Und jetzt Schwerin mit der Möglichkeit. Hanke auf Topic. Nicht voll getroffen. Und alles versucht von Mira Topic. Aber der Ball vom Block abgefälscht. 16:15, technische Auszeit. Nummer 2, die Führung für Suhl. Minimal 15:16. Man sieht auch die Anspannung in den Gesichtern des Schweriner Sportclubs. Mira Topic. Wendel Amerkova bringt den Ball jetzt rein. Klasse Block und Kovacic. Gegen Kaufeld, 15:17. Und gleich kommt dann Hanne Orgen aus für Berg Kaufeld. Retzlaff, mit Glück bekommt sie den Ball rüber. Und Utler, und da ist das Feld völlig frei. Abstimmung passt nicht, 15:18. Und ich möchte nochmal auf Felix Zuzlowski zurückkommen, den Trainer des VfB Suhl, der vorher sagte,
Am Ende gewinnt die Mannschaft, die den besseren Volleyball spielt. Und das ist momentan der VfB Suhl. Auch wenn sie sich erneut einen Angabefehler erlauben. Den zweiten, 16-18. Der Ball ist drin von Julia Rettler. Ein blitzsauberes Ass. Und momentan auch die, die als Einzige auf dem Feld so richtig die Energie ausstrahlt, die man braucht. Sie soll die Mannschaft mitreißen. Damit es eben nicht ihr letztes Spiel ist. Und die macht den zweiten Punkt gleich hinterher. 18-18. Jetzt ist es auch an ihren Kolleginnen mal, einen guten Block zu stellen. Ah, nicht ganz. Mira Topic schafft es nicht gegen Kalinskowskaja. 18-19. Kovacic. Topic, klasse Ball. Der wäre aus gewesen, aber wieder ist es Susanna Sivic, die noch an den Ball geht. 19-19. Und jetzt Hanna Augen aus. Klasse von Anja Brandt am Netz. Und jetzt erneut die Chance. Topic. Und sie hat Glück gegen Sevic und bringt Schwerin in Führung mit 20-19. Und der Wechsel beim VfB Suhl. Doppelwechsel. Merkova geht raus und Laura Dickema, die Niederländerin, kommt. Bukarev, Sevic geht raus und Susanne Jacobi, die US-Amerikanerin, kommt ins Spiel. Jetzt hat der Wechsel geklappt, hat ein bisschen gedauert. Und jetzt haben sie wieder Hanna Orgen aus. Oh, sehr weit nach außen. Der Block von Brand im Aus gegen Hundla. 20-20, aber der Block ist zumindest da bei Schwerin. Kalinowskaja. Ebenfalls ins Netz. Dritte Fehlaufgabe. 21-20. Im Gegensatz dazu Schmarine SC nur eine. Nein, gar keine. Es war nur ein technischer Fehler. Deshalb führt Schmarine. Wow, knapp von Denise Hanke. Und die Chance für Schmarine. Topic gegen Dreierblock. Ist drüber. War keiner dran. 21-21 und die Wechsel gehen wieder zurück. Bugarevic kommt wieder und auch Merkova kommt wieder. Bugarevic mit der Angabe. Tormann scheitert am Block, das war zu einfach. 21-22, Auszeit vom Schweriner Sportclub. Ja, Ten Boys muss so langsam die richtigen Worte finden.
Damit es am Ende klappt, mit dem ersten Satz gewinnt für Schwerin am heutigen Tag. Ansonsten liegt man 0-2 hinten und ist dann mit dem Rücken an der Wand und müsste dann jeden Satz gewinnen. Lange Zeit. Zweite Auszeit, also die letzte für Schwerin in diesem Satz. Kuhl hätte notfalls noch einen. Pukarevic. Topic. Schlechtes Zuspiel. Jetzt muss der Block stehen. Steht er nicht. Klasse von Retzlaff. Tormann. Und da war jemand dran. Ich glaube, die war sogar doppelt dran. 22-22, erster Block. Und dann war es noch Kovacic. Und jetzt kommt Anne Beuys für Julia Retzlaff. Und bei aller Liebe für Anne Beuys kann ich diesen Schritt nicht ganz nachvollziehen. Topic. Guter Block von Brandt und Tormann. Ah, Thomsen kniet sich in alles, reicht nicht. 22-23. Ein Punkt, den Schwerin eigentlich schon holen muss. Ansonsten heißt es wieder Satzballduell. Und sind sich uneinig. Und dann sind sie sich zweimal uneinig. Und dann heißt es Satzball VfB Suhl. Schon wieder beim Stand von 22-24. Und der Ball ist aus von Patricia Thormann. Und damit geht auch der zweite Satz zum VfB Suhl. Das ist das schockierende Ergebnis auf der Anzeigetafel für die Schweriner Zuschauer. Nicht so für die Suhler, die hier unter uns sitzen, denn die führen mit 2-0. Das letzte. Der deutsche Meister steht kurz vor dem Aus. Er muss jetzt alles gewinnen. 3 Sätze und den Golden Set. Auf geht's, Dennis Hanke. Gut gerettet von Anne Beuys. Tormann kriegt den Ball noch ab, der erste Punkt geht an Sul. Es muss eine massive Leistungssteigerung her vom Schweriner Sportclub. Sie müssen ihren Rhythmus gewinnen, sie müssen ihre Lockerheit gewinnen, sie müssen Spaß haben am Volleyballspiel. Spaß an der Arena, die gut gefüllt ist. Topic, der ist aus. Null zu zwei. Ja, die Angst vorm Versagen lässt sie versagen. So sieht es momentan aus. Huttler. Oh, der Ball war nicht gewollt von Anna Brandt. Der Ball im Aus. Von Merke war 1 zu 2. Schwerin muss jetzt an jeden Punkt klammern, daran hochziehen, in den Selbstvertrauen umwandeln, nur dann hat man eine Chance. Beuys scheitert an Merkova. Und das sieht schon fast resignierend aus,
Sam Beusner macht. Und Thormann geht raus und Julia Retzlaff kommt zurück. Retzlaff zu bringen, sicherlich momentan das Beste, was er machen kann. Der Ruhrpol im Spiel des Berliner Sportclubs im zweiten Satz. Retzlaff, klasse Ball! Sie kann dem Berliner Spiel vielleicht etwas Sicherheit geben. 2-3. Brand. Ganz sauer. Kovacic am Block vorbei. 2-4. Merkova. Beuys hatte nicht viele Möglichkeiten. Der Schweriner Block ist zwar da, aber der Ball immer aus. 2-5. Nikolina Kovacic. Und man würde so gern runtergehen jetzt aufs Spielfeld und einen Wecker hinstellen, damit der Schweriner Sportclub aufwacht. Viel Zeit haben sie nicht mehr. Beuys, der euch gedrückt. 3-5. Julia Retzlaff. Gute Angabe. Kaufeld. Kein gutes Timing von Hanke, aber Kaufeld macht den Punkt. 4-5. Der Ball wäre weg gewesen von Hanke. Und der Ball ist dann weg von Martina Hudler. Großes Glück für den Schweriner Sportclub. 5-5. Retzlaff. Ins Netz. Fünf zu sechs. Boys, klasse. 6-6. Es wäre es wichtig für Schwerin, mal einen Punkt nachzulegen, in Führung zu gehen, nicht immer dem Rückstand hinterher zu laufen. Anne Beuys. Bisher war es nicht ihr Spiel. Die Richtung richtig. Der Ball zu weit. 6-7. Gut von Anne Beuys. Toppitsch. Sula spielt ein gutes Blockspiel. Gerettet von Hanke. Und Beuys aus dem Hinterfeld rübergelegt. Technischer Fehler. War für mich ein sauberes Pritschen. Technische Auszeit. 6-8. Das ist natürlich auch Pech für den Schweriner Sportclub heute. Das ist so eine knappe Entscheidung
momentan steht, gegen Schwerin gefällt werden. Das ist für psychologisch natürlich nicht so gut. Ihr könnt es gerade nicht sehen, Ten Boys. Deutet immer wieder auf den Kopf. Also benutzt euren Kopf. Konzentriert euch. Ihr könnt auch Volleyball spielen. Und ja, können tun sie das. Nur sie zeigen es momentan nicht in dem Maße, in dem sie es könnten. Kalinkowskaja. Mira Topic. Konnte bisher wenig mit solchen Bällen punkten. 7-8. Kaufeld. Der passt! 8-8. Da gibt es sogar zustimmendes Nicken aus der Regie. Der hat aber genau gepasst. Wieder Kaufeld. Oh, Netzroller. Und der Ball von Merkel war im Feld. 8-9. Kutarevic. Unglücklicher Ball von Julia Retzlaff. 8-10. Und Schwerin rennt weiter dem Rückstand hinterher. Und das können sie sich nicht mehr lange erlauben. Gut von Lisa Thomsen. Anne Beuys. Ja! 9-10. Gegen die Laufrichtung am Block vorbei. Das Glück sei mitgenommen. Aber da muss noch mehr kommen. Hanke. Ball knapp im Aus. Kann passieren, darf momentan aber nicht. 9-11. Topper scheitert, Danisa Lovic. Jetzt ist alles frei für Anne Beuys und der Ball im Aus. Den muss sie einfach machen in dieser Situation. 9-12. Martina Udler, Auszeit. Genommen vom Schweriner Sportclub. Ja, was hat Ten Boys noch hinzugeben an seine Mannschaft? Vom Prinzip her hilft jetzt nur noch Zaubertrank auspacken. Und vernünftigen Handball spielen. Volleyball spielen. Diese Mädels machen mich ganz konfus. Martina Udler.
Anja Brand. Ja Mensch, Volleyball kann so einfach sein. Punkt an Suhl, und zwar aufgrund eines technischen Fehlers. Davon passieren Schwerin zu viele. Kalinkowska, ja, mit Glück. Schwerin bekommt den Ball zwar noch rüber, aber Suhl erneut mit der Chance. Klasse gerettet von Retzlaff. Und jetzt Topic. Der Pass. Den hat sie mal mit Auge gespielt. Mira Topic, sie kann das doch. Elf 13. Anja Brand. Julia Retzlaff mit dem Ball ins Haus. Da war noch jemand dran. Punkt für Schwerin. 12-13. Der zweite Schiedsrichter sagt, es gab eine Berührung. Und der Linienrichter sagt aber keine Berührung. Und der zweite Schiedsrichter hat da Überstimmrecht. Und Felix Kozlowski an der Seite, der tickt da aus. Natürlich, er ist voll emotionalisiert. Kalinkowska ja mit dem Punkt. 12-14. Und jetzt beruhigt sich auch Kozlowski an der Seite. Und das Schwerin im Publikum erhebt sich. Merkova. Richtig, Boys, jawohl! Retzlaff. Kein guter Ball. Boys, jetzt hast du die Möglichkeit. Mach den Punkt. Der Ausgleich 14-14. Ja Mensch, warum denn nicht immer so? Merkova durch den Block durch und da muss der Block besser stehen auf Schweriner Seite. Kaufeld rückt da nicht genug an. 14-15. Kovacic. Gut gerettet von Hanke. Guter Block. Und Boys wieder. Oh, da sind sie sich nicht einig bei Suhl. Kaufeld. Merkovas Ball geht ins Aus. Und aber Thomsen rettet ihn. Zu wenig von Anne Boys. Merkova macht den Punkt für Suhl. Der Ball hätte eigentlich für Schwerin sein müssen. Lisa Thum rettet den Ball vom Aus und macht den Punkt. Führt jetzt mit 16-14 in der zweiten technischen Auszeit.
und Isai Lovic. Sie sieht schon so ein bisschen so aus, als hätten sie das Spiel schon gewonnen. Ganz so weit ist es noch nicht. Aber ehrlicherweise sind sie auch nicht mehr weit davon weg. Haben ein gutes Spiel gezeigt, der VfB Suhl. Gegen eine Schweriner Mannschaft, die nie auf ihr Leistungsniveau kam. Und während alle sonstigen Heimmannschaften ihren ersten Satz gewinnen konnten, läuft Schwerin einem Zweier Rückstand hinterher. Zwei Sätze, zwei Punkte. Und auch wenn das Schweriner Publikum hier steht, ihre Mannschaft anfeuert, dem muss auch mal ein Kompliment gebracht werden. Das ist nicht in jedem Publikum so. Die Gesichter hier in Schwerin sprechen eine andere Sprache. Ein Taufeld, klasse. 15-16. Anne Beuys. Nicht mit der Sprungaufgabe, sucht die Sicherheit. Der Ball im Aus. Kalinkowskaja. 16-16. Gleich wird es Doppelwechsel geben. Bei Sule der Pass von Anne Beuys. Die Führung für Schwerin. 17-16. Da hat sie sich mit der ersten Aufgabe die Sicherheit geholt. Und bringt den Ball dann genau auf die richtige Länge. Auszeit vom VfB Suhl. Macht Golowski richtig. Nicht für Schwerin, aber für Suhl. Aber das muss der Moment sein für den Schweriner Sportclub. Nochmal einen Punkt hinterher zu setzen. Hier mit zwei Punkten in Führung zu gehen. Eben nicht in Rückstand zu stehen. So wie das ganze Spiel schon. Aber die Kollegen, die Pressekollegen hier in Schwerin schütteln vermehrt mit dem Kopf. Anne Beuys hatte nicht das richtige Timing diesmal. Gut von Kaufeld. Topic. Das Timing hat nicht gepasst. Gut von Thomsen. Und Utler mit dem Block gegen Kaufeld. 17-17. Anna Kalinkowskaja. Topic. Das Timing war besser diesmal von Hanke. 18-17. Kaufeld. Anne Beuys will das Publikum nochmal animieren, das braucht sie gar nicht. Das Publikum ist voll da. Merkova, der Ball war im Aus. War Merkova nicht mehr dran? Okay, hatte ich anders gesehen. 18-18. Auch wenn der Block ist ausgeht, zumindest steht der Schweriner Block. Lukarevic. Anja Brandt, nicht ganz das Timing. Guter Ball von Utler mit Übersicht und die Führung für Suhl. Kukarevic.
Anne Beuys kriegt den Ball nicht übers Netz. Auszeit für den Schmeriner Sportclub. Die letzten Worte von Ten Boys an seine Mädchen. So sieht es momentan aus. Und wenn er jetzt nicht die richtigen Worte findet, dann waren es die letzten. Endet eine intensive lange Saison mit dem Titel der Titelverteidigung im Viertelfinale. Fünf Punkte noch für Suhl bis zur Sensation. Kuka Revic. Topic mit Glück. Der Block war angeschlagen, aber da fällt der Ball durch. 19-20. Denise Hanke. Schwerin braucht eine erfolgreiche Angabe. Und die ist zu weit. 19-21. Das wird natürlich nicht leichter. Die Nerven, sie sind nicht besser bestellt. Bei Schwerin Udler mit der Fehlaufgabe. 20-21. Aber in den Schritt kann es natürlich nicht weitergehen für Schwerin. Oh, gute Angabe von Topic. Und jetzt natürlich die Chance für Schwerin. Auf Topic wieder. Ja, Punkt für Schwerin. 21-21. Topic. Alles Versuch von Julia Retzlaff. Aber man geht wieder in den Schritt weiter. 21-22. Wechsel bei Suhl. Lisa Ilovic geht aus dem Spiel und Christina Speer kommt. Schlecht, jetzt muss der Block stehen, der steht. Und der Ball im Aus. Kalinkowska, ja, 22-22. Glück für Schwerin. Anja Brandt. Hat mir die besten Angaben in dieser Saison gehabt für Schwerin. Einige Asse geschlagen. Eins davon könnten wir jetzt gebrauchen. Und sie macht den Punkt. Schwerin geht in Führung. 23-22. Auszeit von Suhl. Dafür hatte Felix Kuzowski immer das richtige Timing bisher. Auch dieses Mal. Oder kann Schwerin noch zwei Punkte draufsetzen und diesen Satz vielleicht tatsächlich noch gewinnen? Anja Brandt.
Noch so eine erfolgreiche Angabe wäre jetzt ein Geschenk. Der Ball im Aus, 23-23. Jetzt muss die Annahme passen bei Schwerin. Sie müssen jetzt selber den Punkt machen. Merkova. Beuys. Spielt nicht mit Kraft. Wieder Beuys. Jetzt mit Kraft. Zebisch hat ihn. Guter Ball. Und der Punkt geht an Sulo und wir haben einen Matchball. Matchball für den VfB Suhl. Pendula, Merkova schlägt auf zum Matchgewinn. Das war ganz klasse. Wahnsinn von Julia Retzlaff. Abgeklärt. Da gehen die Ersten schon nach Hause. Dann sehen sie auch. Schwerin macht doch den Punkt. Julia Retzlaff bei der Angabe. Anne Boy trifft den Ball nicht richtig. Der Block muss stehen. Steht! Thomsen rettet den Ball und jetzt Anne Boys ins Netz. Oh Gott, zweiter Matchball für den VfB Suhl. Anne Beuys. Kann so den Ball retten. Sola können den Ball retten. Schwerin mit der neunten Chance. Kaufeld. Der ist nicht auf dem Boden. Aber auch noch kein Punkt. Beuys macht den Punkt. Vorher abgepfiffen. Punkt für Schwerin. 25-25. Anne Beuys mit der Angabe. Nicht gut getroffen. Der Block steht zwar, aber Julia Retzlaff kann den Ball nicht annehmen. Matchball VfB Suhl. Kalinkowskaja. Wer geht noch mal raus? Zalovic kommt in die Partie. Daumen drücken, Fingernägel kauen, bei Schwerin. Topic. Oder rutschen sie aus und dann der Punkt für Schwerin. Das kann passieren. Glück für den Schweriner SC. 26-26. Berit Kaufeld. Guter Block von Dennis Hanke. Und wir haben Satzball für den Schweriner Sportclub. Der erste Satzball für Schwerin in diesem Spiel. Nach gefühlten 2 Stunden Spielzeit. Es sind 1,5. Hanke macht den Punkt für Schwerin und Schwerin holt den dritten Satz. Mit 28-26.
Nach einem Satz ist etwas sehr, sehr Gutes, denn die Pause, die haben wir gebraucht gerade in Schwerin. Der Schweriner SC springt noch gerade so von der Klippe. Also von der Schippe, nicht von der Klippe. 28-26 gewinnen sie den dritten Satz, weil sie es müssen. Sonst wäre das Spiel hier vorbei gewesen. Zwei Matchbälle hatte der VfB Suhl. Zweimal wehrte Schwerin ab. Und dann gewannen sie den Satz selbst. Steht 1-2 nach Sätzen und das Spiel ist vollkommen offen. Und der VfB Suhl eröffnet das Spiel in Form von Pukarevic. Topic. Hudla. Und auch im vierten Satz geht der erste Punkt an Suhl. Aber der Schweriner Sportclub sollte Mut geschöpft haben. Nach dieser Energieleistung am Ende des dritten Satzes. Top-Edge. Gut gerettet. Erneut Schwerin. Klasse von Hanke. Genau sie ist es, die gerade vorausmarschiert. Die entscheidenden wichtigen Punkte gerade macht. Die den Satzball rausholt und auch verwandelt. Jetzt den ersten Punkt macht im vierten Satz. Und auch die Aufgabe. Brand mit dem Block. Isailovic hatte den Ball geschlagen und Schwerin führt mit 2-1. Welch ein neues Gefühl am Anfang eines Satzes. Hanke mit dem Ass. Das 3-1 für Schwerin. Hat Schwerin jetzt etwa seine Sicherheit gefunden? Hanke mit dem nächsten Punkt. 4-1. Auszeit vom VfB Suhl. So lange stand der VfB Suhl noch nie bei einer Auszeit. Eigentlich bis über die Zeit. Aber das müssen wir jetzt erstmal verdauen. Und in die Sanke darf er neu. Und der Ball im Aus vom Block. 5-1 für Schwerin. Toller Block. Topic. Macht den. Nein, nein, nein. Der Ball war nicht auf dem Boden gerettet. Und Anja Brandt setzt nach. Macht den nächsten Punkt für Schwerin.
6:1, ja, was ist denn nun los? Und der Ball immer aus von Dennis Hanke. Das ist eine ganz neue Situation in diesem Spiel. 4 Punkte Führung für Schwerin in Satz 4. Hudler. Retzlaff. Schalter dann Merkova. 6:3. Hudler, Ball im Netz. 7:3. Den einen oder anderen Aufschlag will haben wir neben Satz auf Hochbesuch gesehen. Mira Topic. Guter Block von Retzlaff. Wieder Retzlaff. Mit dem Punkt für Schwerin. Und Schwerin geht mit 8:3 in die erste technische Auszeit. Jetzt einmal Luft holen für Schwerin und sich sammeln, sich neu ordnen beim VfB Suhl. Aber auch wenn es für Schwerin jetzt ganz gut läuft, muss man natürlich sagen, Suhl steht hier nicht unter Druck. Der Favorit? Schwerin. Schwerin hat das Hinspiel verloren mit 3:2. Und sie müsste in diesem vierten Satz gewinnen. Suhl hätte immer noch einen fünften, gegebenenfalls sogar einen sechsten Satz, um dieses Spiel trotzdem zu gewinnen. Mira Topic. Julia Retzlaff mit dem 9:3. Richtig, die Linie lang geschlagen und plötzlich ist es da, dieses Selbstvertrauen, diese Selbstsicherheit. Der Rhythmus ist da bei Schwerin. Ja, und dann spielen sie so wie jetzt und führen mit 9:3. Anja Brandt am Netz, hilft nicht. Und jetzt der Punkt für Schwerin. Technischer Fehler, übergegriffen. Zehn zu 3 für Schwerin. Und die zweite Auszeit für den VfB Suhl beim Stand von 10:3. Das letzte Mal, dass der Suhler Trainer intervenieren kann. Vor der zweiten technischen Auszeit, da kann er es dann noch einmal tun. Aber dass er schon beide Auszeiten so früh verbraucht, ist ein klares Zeichen. Ich möchte aber sagen, es ist weniger dem VfB Suhl als vielmehr dem Schweriner Sportclub geschuldet, dass das Spiel jetzt so anders läuft. Der Ball von Topic zu weit, 10:4. Der Schweriner Sportclub spielt jetzt sicherer. Mit dem richtigen Rhythmus, mit dem richtigen Timing. Und stellt den VfB Suhl vor ganz andere Probleme als noch in den ersten beiden. Und auch in großen Teilen dritten Satz. Guter Block von Brandt.
Anne Beuys. Locken nicht geschlossen von Brandt und Retzlaff. 10-5. Julia Retzlaff erneut durch den Block durchgeschlagen. 11-5. Und der Punkt für Suhl. Bei Nikolina Kovacic. Wendela Merkova. Der Ball im Aus. Wow, früh gerufen von Lisa Thoms und der Ball im Aus. 12-6. Retzlaff. Klasse Block von Kaufeld. 13-6, Doppelwechsel bei Suhl. Merkova geht raus. Dafür kommt Wimke Ma. Und Bukarest geht raus und Jakobi kommt. Und angeben wird Julia Retzlaff für Schwerin. Alisa Thomsen hat den Ball noch und ärgert sich, dass da niemand hinterher geht. Ja, soll sie sich nicht grämen, es soll weitergehen. 13-7. Schwerin muss so weiterspielen. Dann gelingt auch der vierte Satz. Gut von Kaufeld mit Auge. Jetzt der Block am Netz. 14-7. An der Beuys. Hat nicht vorgetroffen, aber der Punkt für den VfB Suhl. Kalinowskaja mit der Angabe. Topic, klasse. Schwerin jetzt gefährlich über alle Außenangriffe. 15-8. Momentan, das muss man so sagen, spielen sie wie mein deutscher Meister. In den ersten drei Sätzen haben sie das nicht. 15-9. Und wieder Doppelwechsel bei Suhl. Jakobi geht wieder raus. Dafür kommt Maria Pukarevic zurück ins Spiel. Wieder auch Angabe machen die Serben. Und auch Laura Kikema ist wieder aus dem Spiel gegangen. Und Wendela Merkova ist wieder mit auf der Platte. Topic. Klasse. 16-9.
Technische Auszeit Nummer 2. Wir schauen auf den VfB Suhl. Wir schauen auf Felix Kozlowski. Er versuchte eine Einheit zu spüren. Wobei ich mich frage, ob er den Satz nicht innerlich schon abgehakt hat. Er nur versuchte halt Lockerheit, Geschlossenheit in seine Mannschaft zu bekommen, um dann im fünften Satz nochmal zuzuschlagen. Wenn es gelingt, hat er ja alles richtig gemacht. Denise Hanke. Mit ihren Sprungaufgaben, mit ihren Punkten hat sie diesen guten Satz eingeleitet. Und wieder so eine gute Angabe. Und Topic. Der Ball, er am Aus. Denise Hanke erneut erfolgreich mit ihrer Angabe. Und es wird erneut einen Wechsel geben auf Suhler Seite. Martina Udler geht aus dem Spiel. Der für mich die stärkste bei Solo und Claudia Steger kommt. Maximal der vorletzte Wechsel bei Suhl. Oh! Nach so vielen tollen Aufgabepunkten darf auch mal einer daneben gehen von Denise Hanke. Und der letzte Wechsel bei VfB Suhl in diesem Satz. Ivana Isailovic geht und Christina Speer kommt. Zwei Auszeiten, sechs Wechsel und trotzdem mit 8 Punkten hinten beim VfB Suhl. Das sagt viel über diesen Satz aus, aber nichts über dieses Spiel. Der Ball im Aus. 19 Cent. Claudia Steger. Mira Topic. Ebenfalls zu weit. Ja, so kann man einen Satz natürlich auch zu Ende bringen. 19-11. Christina Speer. Anne Beuys. Klasse von Lisa Thomsen. Und Retzlaff, das war ein guter Ball. Der Block musste stehen, da stehen sie sich erst im Weg. Jetzt nochmal. Und Topic aus dem Hinterfeld. Da gab es einen Pfiff. Der Punkt geht nach Schwerin. Mit dem Unterarm gespielt. Oder wie? Technischer Fehler auf jeden Fall. So viel kann ich sehen. Nicht ganz klar, was der zweite Schiedsrichter da gepfiffen hat. Die Suhler haben es jedenfalls nicht so gesehen, aber man hat eindeutig den Pfiff gehört. Und das war hervorragend gespielt. Kalinowskaja. Merkova. Anne Beuys macht den Punkt.
21:12. Und der Block von Anna Boys. Sie powert sich hoch. Und Sperrin macht sich hier bereit, so langsam und allmählich, auf einen 15. Satz. Netzlaff. Der Ball im Netz. 23:12. Und das hat jetzt die Dimensionen von dem Bundesligaspiel. Von vor knapp einer Woche. Da gewann Schmerin mit 3:0. Und die Sätze 2 und 3 zu 15 und zu 16. Kovacic. Anne Boys, was für ein Ball! Legt den Ball einfach dreist in die Ecke rein. Da sieht man, da ist es da, das Selbstvertrauen, die Sicherheit. Und Anne Boys schlägt auf zum Satzgewinn. Und der Block sitzt. Und ist es wieder Denise Hanke. 25:13 geht der vierte Satz an den Schweriner Sportclub. Tiebreak. 2-2 nach Sätzen zwischen dem Schweriner Sportclub und dem VfB Suhl. Wir spielen den Tiebreak bis 15. Sollte Suhl gewinnen, sind sie eine Runde weiter. Sollte Schwerin gewinnen, dann machen wir noch einen Satz. Den Golden Set. Und Dini Tanke beginnt. Und an der Brand macht den ersten Punkt für Schwerin. Klasse Block, wichtiger Punkt. Gleich in diesen Golden Set noch nicht, in den Tiebreak reinzukommen. Der Golden Set im Übrigen genauso lang. 15 Punkte. Ich könnte auch sagen, es gibt dann einen zweiten Tiebreak. Aber so weit sind wir noch nicht. Im Golden Set befinden sich Witzbiburg gegen Wiesbaden. Witzbiburg gewann mit 3:0 und spielt jetzt den Golden Set. Und der Punkt durch Wendula Merko war 1-1. Wir können fest davon ausgehen, dass wir nicht nochmal so einen klaren Satz sehen wie eben im vierten. Suhl wird sich jetzt nochmal auf seine Stärken besinnen. Julia Retzlaff, 2-1. Ganz starker Ball. Mira Topic. Julia Retzlaff kann den Ball nicht annehmen, war sehr gut geschlagen, 2-2. Isailovic. Topic, gut gerettet von Anne Boys. Anne Boys jetzt selbst macht den Punkt. 3-2 Sperrin.
Anja Brandt. Der war nicht ideal vom Timing her. Kaufeld als Anspielerin, Retzlaff schlägt vorbei. 3-3. Merkova. Beuys macht den Punkt. 4-3. Klasse von Lisa Thomsen. Und der Pass von Mira Topic. 5-3. Zwei Punkte sind im Tiebreak durchaus schon eine Marke. 5-3. Der Ball aus! Der Ball im Aus! Von Anna Kanowskaja. Und jetzt kommt es zur Auszeit vom VfB Suhl. Natürlich. Drei Punkte, die muss man erstmal wieder aufholen. Denn es geht ja nur bis 15. Es gibt keine technische Auszeit, es gibt nur einen Seitenwechsel in diesem fünften Satz. Julia Retzler. Topic. Nein. Der ist im Haus. 7-3. So viel Wucht. Das Spiel von Mira Topic und Sevic. Ball geht dann ins Aus. 7-3 Führung für Schwerin. Kovacic geht aus dem Spiel. Und Hanke mit dem Punkt. 8-3. 5 Punkte vor. Jetzt gibt es den Seitenwechsel. Und hören wir einfach mal rein in die Schweriner Arena. Da muss man nicht viel zu sagen. Die Schweriner Arena hat sie anstecken lassen. Jetzt von ihrer Mannschaft. Wechsel nochmal bei Suhl. Doppelwechsel sogar. Merkova geht raus. Demikema kommt. Und Bukarevic geht wieder raus. Für Susanne Jacobi. Und Retzlaff erneut mit der Angabe. Klasse Block. Der Block nicht. Klasse Berit Kaufeld, die da am Block noch mit zukommt rechtzeitig. Janne Beuys. Der Ball fällt runter, ist aber noch nicht im. Noch kein Punkt. Anne Beuys hat jetzt alles frei. Zebic hat den gut geholt. Oh. Und da ärgert sich Mira Topic. Da hätte sie nicht rangehen brauchen. Bei dem Ball von Jacobi.
8-4. Soll sich nicht grämen, Miratopic. Steger. Ja. Macht Kaufeld das Beste draus. Der Ball im Aus. Utler legt den Ball ins Aus. Beschwert, jetzt wäre jemand dran gewesen. Das habe ich nicht so gesehen, die Schiedsrichter auch nicht. 9-4. Und wir laufen mit großen Schritten auf den Golden Set zu. Tolle Rettungstat von Lisa Thomsen. Aber für Tetzlaff nicht mehr zu holen. Kalinkowskaja. Bei der Angabe. Und Berit Kaufeld. 10-5. 5 Punkte noch zu gehen. In diesem Satz für Schwerin. Kaufeld. Und Anja Brandt mit dem Block gegen Martina Utler. Und Auszeit vom VfB Suhl. Und Felix Kozlowski schnappt sich Martina Udler. Wir können das auch sehen, meine Damen und Herren. Über sie soll es gehen, aber die Frage ist, stellt er sie auf den Tiebreak oder auf den Golden Set ein? Weil der Vorsprung vom Schweriner SC 6 Punkte ist größer als das, was Suhl bisher in diesem Satz geholt hat, nämlich nur 5. Und das Schlimme ist, Schwerin hat 6 Punkte Vorsprung, Suhl hat 5 Punkte und Schwerin braucht nur noch 4. Für unsere Freunde der Statistik. Berit Kaufeld. Der Block von Topic. Aber noch gerettet. Topic. Der Ball im Aus. Nochmal Wechsel bei Suhl. Jakobi geht raus. Und auch Laura Menska. Ja, diese Weitwechsel haben sich eingespielt beim VfB Suhl. Das haben wir auch in der Bundesliga schon gesehen. Bukarevic. Anja Brandt trifft den Ball nicht richtig. Udler aber auch nicht. Brandt macht den Punkt. 12-6. Und jetzt kommt Denise Hanke. Oh! Da geht noch ans Netz. 12-7. Martina Udler. Retzlaff, Sebic mit einer klasse Rettungstat und der Ball landet auf der Führungsspitze Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering. Also wenn die Politik für den Sport den Kopf hinhält, dann ist in Mecklenburg-Vorpommern alles in Ordnung. Miratopic eben mit der Angabe und Anja Brandt scheitert gegen Isailovic am Block.
Ivana Isailovic. Als beste Spielerin vom VfB Suhl ausgezeichnet im Bundesligaspiel hier in Schwerin. Anne Beuys macht den Punkt. 14-8. Wenn der Schweriner SC ein Werbevideo braucht, dann sollten sie es jetzt machen. Wahnsinnsstimmung hier in der Arena. Und der Punkt für den VfB Suhl durch Kalinskovskaya. 14-9. Satzball. Schwerin. Der erste abgewehrt und Wendler Merkova. Den Ball im Aus. Und damit gewinnt der Schweriner SC das Rückspiel. Aber noch nicht die Playoffs. Der DVL eröffnet hier in Schwerin jeden Satz und das ist jetzt ein ganz entscheidender, nämlich der Goldene. Wer diesen Satz gewinnt, der hat alles. Es ist quasi ein neues Spiel, denn das Spiel, das Rückspiel, das hat Schwerin gewonnen mit 3-2. Aber das zählt jetzt alles nichts mehr. Jetzt zählt nur noch der Goldene. Bukarevic beginnt den Golden Set. Und der erste Block von Isailovic. 0-1. Topic. Der passt. Haben Sie Glück. Ah, die eigene Mitspielerin, ihre Mannschaftskameradin überlupft. 1-1. Denise Hanke. Klasse gerettet von Topic. Ball von Retzlaff gefährlich. Guter Block. Und der Punkt für Schwerin. 2-1. Technischer Fehler. Denise Hanke. Und der Punkt für Isailovic. Zwei, zwei. Sollte Schwerin diesen Golden Set gewinnen, wartet im Halbfinale die roten Rahmen mit Spielburg. Daneben jene setzen sich durch gegen den VfL Wiesbaden im Golden Set mit 15-11. Und der Punkt von Julia Retzlaff. Dem die Schweriner Zuschauer den Punkt schon früher haben wollten, aufgrund eines Fehlers auf Suhler Seite. 3-2 für Schwerin, Mira Topic. Merkel Robin scheitert an Anne Beuys im Schweriner Block. 4-2. Topic. An der Brand war dran, an diesem Ball von Kabacic. 4-3.
Ivana Izailovic. Anne Beuys. Muss der Block stehen? Steht er nicht? Merkova. Rausgeschlagen. 4-4. Izailovic. Der Ball im Aus. Lisa Thomsen. In voller Emotion. 5-4. Anja Brandt. Der Ball im Aus. Niemand dran. 6-4, 2 Punkte Führung für Schwerin. Und Auszeit genommen vom VfB Suhl. Kozlowski wartet da mal unheimlich lange mit der neben der Auszeit. Aber er hatte lange damit Erfolg. Anja Brandt. Die Sanke kommt nicht richtig unter den Ball. 6-5. Candela Merkova. Der Ball im Aus. Sieben, fünf für Schwerin und das war ganz toll zu sehen. Ten Blois mit dem Blick auf seinen Trainerkonkurrenten. Na, wie nervös bist du? Blois, mach den Punkt. 8-5 für Schwerin. Und wir erleben erneut den Zeitenwechsel. Aus dieser Satz, ja, wie ein Tiebreak bis 15. Julia Retzlaff. Dieser Lob entscheidet am Schweriner Block von Berit Kaufeld. Auszeit vom VfB Suhl. Aber Ten Boys reckt den Zeigefinger in die Luft. Er sagt, ja, jetzt haben wir euch. Aber ist das auch so? Noch ist das Spiel hier nicht vorbei. Aber 4 Punkte Führung für den Schweriner Sportclub ist schon komfortabel in einem Tiebreak. Für Schwerin und Julia Retzlaff.
Dieser Loppet gegen den Schweriner Block. Der Ball im Aus. 9-6. Wechsel bei Suhl. Kündigt sich an. Claudia Steger. Komm. Für Kovacic. Zur Angabe. Also eins kann man dem Suhler Trainer jedenfalls nicht vorwerfen, dass er es nicht versucht hätte. Steger. Anne Beuys. Nicht mit Kraft. Toller Block von Kaufeld, aber der Ball landet im eigenen Feld. 9-7. Und die Einwechslung von Steger zeigt ihre erste Wirkung. Wir haben noch ein bisschen zu gehen. Klasse gerettet von den Schwerinerinnen, aber jetzt muss der Block auch stehen. Das war klasse ausgeguckt. Hudler gegen Hanke. 9-8. Und jetzt die Auszeit von Ten Boys. Auch richtig, jetzt mehr. Nochmal ein Finden. Rhythmus von Suhl brechen. 6 Punkte trennen Schwerin vom Halbfinale. 7 Suhl. Claudia Steger. Beuys. Trifft den Ball nicht. Kriegt der Ball im Aus. 9-9. Sollte Schwerin denn jetzt das Flattern anfangen? Die Einwechslung von Steger auf jeden Fall genau die richtige Aktion von Felix Koslowski. Kaufeld macht den Punkt. Trifft Sebels, glaube ich, sogar im Gesicht. Hier geht's aber gut, sie steht schon wieder. Sie kann auch lächeln. 10-9. Guter Ball von Hudler gegen Hanke. 10-10. So ein Golden Set kann auch durchaus mal bis 25 gehen. Wenn man nicht 2 Punkte Vorsprung hat. Kalinkowska, ja. Mit der Angabe zu weit. Da gibt es Wecker vom Trainer. In so einer Phase. 11-10. Kaufeld. Gute Angabe. So mit Schwierigkeiten. Anja Brandt rettet den. Topic macht den Punkt. Mira Topic mit dem 12-10. Berit Kaufeld. Durch den Block durch von Hudler.
hat wieder in ihr Spiel gefunden, Martina Udler. Guter Revenge. Klasse gerettet von Lisa Thomsen. Toppitsch macht nicht den Punkt. Der Ball im Aus. Der Ball ist drin, sagt der Schiedsrichter. 12-12. Der Schweriner Trainer jubelt es schon, die Schweriner Mannschaft jubelt es schon. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf Ball im Spielfeld. 12-12. Lukarevic. Topic gegen den Block. Hanke, klasse Ball. Und Hanke jetzt als Außenangreiferin. Scheitert 13-12 für den VfB Suhl. Auszeit vom Schweriner Sportclub. Sind wieder richtig wach hier unter uns. Bukarevic. Hanne Beuys. Kein guter Ball. Der Block muss stehen, steht nicht. Topic mit. Annahme okay, Topic. Er Ball im Aus. Punkt für Schwerin. 13-13. Anne Weiß holt nochmal das Publikum ab. Es ist unheimlich laut hier. Denise Hanke. Und die Sprungaufgabe. Aber ein guter Block von Anja Brandt. Aber wir haben Matchball für den VfB Suhl. Und ein Wechsel bei VfB Suhl. Steger geht raus. Kovacic kommt. War dann am Ende die ganze Aufholjagd umsonst. Martina Udler. Anne Beuys, nicht gut gespielt. Jetzt die Chance für Suhl. Merkova, der Ball im Aus. Der Ausgleich, 14-14. Michael Döring, der Athletiktrainer des Schweriner Sportclubs, schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Mira Topic mit der Angabe. Guter Block. Brand besser am Netz. Jetzt muss aber der Block stimmen. Der Ball im Aus! Der Ball im Aus! Kovacic schlägt den Ball ins Aus und wir haben Matchball für den Schweriner Sportclub. Es ist 2 Minuten nach 10:30. Und Mira Topic schlägt auf zum Matchgewinn. Guter Block, die Chance für Schwerin jetzt. Topic! Der Ball im Aus! Der Ball im Aus! 15-15!
Jetzt nochmal der Wechsel bei Suhl. Dieser Lovitz geht raus. Speer kommt. Für die Angabe. Christina Speer. Retzlaff. Ja, der Punkt für Schwerin. Zweiter Matchball. 16-15. Und wenn nach diesem Spiel keine Tränen fließen, egal wie das Spiel ausgeht, egal auf welcher Seite, dann weiß ich es auch nicht mehr. Anja Brandt schlägt auf zum Matchgewinn. Und der Sieg für den Schweriner Sportclub. Er schlägt den VfB Suhl nach Goldenzeit mit 17-15 und kämpft sich ins Halbfinale. Und da erwarten Sie die Roten Raben mit Spielburg. Ein herzliches Glückwunsch an den Schweriner Sportclub. Oh, da gab es eine Verletzung. Da gab es noch eine Verletzung, gucken wir gleich drauf. Und ein herzliches Dankeschön an den VfB Suhl für dieses tolle, tolle Volleyballspiel. Anne Beuys ist da, hat sich da wehgetan. Hoffen wir, dass es schlimmer aussieht, als es ist. Wir kommen noch zur Wahl. Ah, das sieht nicht gut aus. Wenn ich Anne Beuys so angucke. Wir kommen jetzt zur Wahl der besten Spielerinnen auf beiden Seiten. Und wenn Anne Beuys erwarten will, unsere Abgabe von mir. Für mich beste Spielerin heute beim VfB Suhl, Martina Utla. Und Anne Beuys, da läuft sie, da kommt sie dazu. Sie freut sich mit ihren Mannschaftskollegen. Es sah scheinbar doch nur schlimmer aus. Beste Spielerin auf Schweriner Seite für mich heute. Denise Hanke, mit ihr hat alles angefangen. Sie hat die entscheidenden Punkte geholt. Und da kann Schwerin heute voller Stolz sagen, danke, Denise Hanke. Und Mira Topic ist zur besten Spielerin gekürt worden vom Schweriner Sportclub. Herzlichen Glückwunsch an die Kroatin im Team vom Schweriner Sportclub. Und Ten Boys. Auch keine schlechte Wahl von Ten Boys. Benjola Merkova, sehr auffällige Spielerin heute. Aber das ist eine Auszeichnung, die ihr sehr wehtun wird, weil sie verbunden ist mit dieser knappen Niederlage hier heute in Schwerin. Und ich hoffe, der VfB Suhl kann am Ende dieses Tages aufrechten Haubes nach Hause fahren. Denn sie haben einen großen Kampf geliefert gegen den amtierenden deutschen Meister. Aber wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zusehen bei diesem ganz, ganz tollen Volleyballspiel. Wir sehen uns wieder nach einem Endspiel des Schweriner Sportclubs gegen die Roten Raben. Wilsbiburg. Und hoffe, dass wir dann ein ähnlich tolles Spiel sehen wie heute hier in der Arena am Lambrechtsgrund.
Ich bin natürlich